Und willkommen zurück. Ja, wir stehen hier noch am verseuchten Gebiet. Irgendwo da drinnen soll es sein. Würde sagen, wir werden uns mal langsam vortasten und im Notfall zum Boot sprinten und uns ein bisschen absetzen. Okay, wir sprinten, weil Munition ist ein bisschen knapp. Ja, hier oben. Ach, nein. Das ist ein bisschen gut. Ha. Na, machen wir doch wieder so hier. Wenn wir so, oh, dann schmeißen wir. Dieser Kleiner. Ja, sieht schon, ja, da ist es ein Gesicht. Okay, die Idee mit dem. Ah, oh mein Gott, hoch. Okay. Achso. Gut, die kleinen Biester da oben sind jetzt nicht so das Problem. So, okay. Glück gehabt. Und wir suchen, was suchen wir denn genau? Zu einem Haus in der Levitt Coffin Avenue. Also suchen wir ein ganz normales Haus. Na, da bin ich mal gespannt. Das ist ein kleines Biest. Hier vielleicht. Unweit ist immer so ein weiter Begriff in diesem Spiel. Mal, aber den da drüben machen wir noch mal kurz mal platt. Hallo. Vielleicht hier. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Na gut, warte mal. Ich mache. Halt nicht das mit. Damit. Wildebeest, das da. Ja. Ja. Hey. So, wo ist jetzt dieser Heiler? Da ist der hässliche Heiler. Komm her. Ich werde hauen. Ist wie. Ja. Okay. Da mehr Munition gebraucht, als ich es gerne hätte. Aber okay. Jetzt müssen wir das Haus finden. Und vielleicht mal nachladen. Und mal gucken, ob wir nicht noch was herstellen können. So wirklich recht. Die können wir noch herstellen. Da nichts. Haben wir denn noch von den Fähigkeiten? Ja, wir haben noch 3 Punkte. Guck mal. Dahin. Keine Ahnung. Hier hin. Und dann noch einer. So. In ein Haus. Unweit. Ich glaube, das ist am Ende gar nicht hier drinne. Weil hier sehe ich jetzt tatsächlich nichts. Okay.
Das ist mal draußen. Die werden sich doch nicht mitten in solchen Gebiet aufhalten, ne? Naja. Da unten frisst irgendwas. Oder da oben. Anspucken. Das gehört sich nicht. So, gucken wir uns das nochmal alles an, ja. Oben scheint nichts weiter zu sein. Na, dann gucken wir doch mal nach unten. Ach, hey. Die Spuren stammen von etwas Schwerem mit Rädern. Ja, das wurde weggeschleift, ja. Ne? Nix. Oh, hier ist auch was. Eine Wand. Hübsch. Asche wie diese habe ich schon mal gesehen. Tja, so kann man eine Leiche auch loswerden. Okay, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ja, ist die Lieferung, oder? Kommen wir noch dahinter, was hier passiert ist? So Asche wie diese habe ich schon mal gesehen. Ja, so kann man eine Leiche auch loswerden. Leer, aber riecht stark nach Benzin. Ja, ich würde sagen, so haben sie die Leiche los. Sind sie die Leiche losgeworden, aber dass die Knochen da noch so da sind. Das Blut ist fast getrocknet. Ah, da. Jetzt können wir das mal nachstellen. Schauen wir mal. Oben nix. Dann fangen wir mal hier an. Brock! Wessen Idee war es, die Kisten so blöd zu verstecken? Zeigt keine Gnade, Jungs. Er wollte es nicht anders. Lasst ihn verschwinden. Ich will, dass nichts außer Asche übrig bleibt. Verstanden? Na ja, gut, es ist noch Skelett übrig geblieben. Aber irgendwas fehlt noch. Da ist noch was. Du bist erledigt. Wer hinter meinem Rücken mit den Bullen redet, muss für immer schweigen. Schnappt ihn euch, Jungs. Dann schauen wir uns das mal an. Tja, ich würde mal sagen, das du bist erledigt. Durch. Wer hinter mir zeigt keine Gnade, Jungs. Lasst ihn verschwinden. Nachdem sie ihn verschwunden lassen haben, kam sie nicht rein. Fuck! Wessen Idee war es, die Kisten so blöd zu verstecken? Oh. War es wohl nicht. Kann ja bloß das erste sein. Fuck! Wessen Idee war es, die Kisten. Du bist erledigt. Zeigt keine Gnade, Jungs. Lasst ihn verschwinden. Ich will, dass nichts außer Asche übrig bleibt. Verstanden? Hier hat jemand nach einer Kiste gesucht und wurde grausam ermordet. Die Kerle, die das getan haben, wurden von jemandem im Rollstuhl angeführt. Alles gefunden.
Ja, kommen wir hier erstmal da raus. Gut, dann hätten wir uns da gar nicht durchkämpfen müssen. Da. Schauen wir doch mal, ob wir noch irgendwo eine Telefonzelle finden. Und dann wieder zurück zum Seven Oak. Scheint keine zu sein. Wo ist denn die nächste? Scheint wirklich erst da hinten zu sein, oder? Na gut. Jetzt hier links. Ich muss mal da gucken. Ja, hier links. Setzen wir da über und dann sind wir mit der Telefonzelle. Was haben die beiden denn jetzt in der Telefonzelle getrieben? Seven. Moment, wo war das Ding jetzt? Ja? Ach, die Kiste voller Whiskyflaschen und wieder. Kurier ermordet wurde. Mal, wo war denn das Ding jetzt? Hier? Ja, da war's. Na? Den können wir mal. So, jetzt kommen wir dran. Was denn? Ich laufe ja schon wieder in die falsche Richtung. Ach, Herr Jemini. Da war's. So. Ich habe Ihren Kurier gefunden. Ich sag's nur ungern, aber er ist tot. Jemandem hat es nicht gepasst, dass er mit den Bullen geredet hat. Und die Sache ist dann ziemlich übel ausgegangen. Was? Oh, Kaohil, ich bin ein toter Mann. Er könnte denken, dass ich was damit zu tun habe. Er? Wen meinen Sie damit? Den Boss. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Nee, ich komm schon klar. Ein Tipp für Sie. Nur der Boss und niemand sonst kann jemand von ihr wegschaffen. Also, verscherzen Sie es sich nicht mit ihm. Vera, Neuankömmling. Hier haben Sie einen Zettel, auf dem steht, was Sie tun müssen. Mehr kann ich Ihnen nicht helfen. Okay, danke. Hier haben Sie Ihr Wasser des Lebens. Psst, nicht so laut, Kumpel. Keine schlechte Ware, Neuankömmling. Sie verdienen eine Belohnung. Okay. Wiedersehen. Die Instruktion des Barkeepers, schauen wir mal. Treffpunkt in einer Gasse in der Windmill Avenue zwischen der Octopus Avenue und der Skipper Road im südlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor. Frage, was machst du, wenn du einen Hund siehst? Antwort, töten, weil er Tollwut hat. Na, gucken wir doch mal. Süd, irgendwo hier. Windmill Street. Die Skipper Road. Da ist die Windmill Avenue. Also hier drinnen, zwischen Optimus Avenue und Skipper, also hier. Okay. Dann begeben wir uns doch mal dahin. Ist da irgendwie, kommen wir da am dümmsten? Wir könnten einfach mit dem Boot fahren, okay. Ist das dämliche Boot jetzt? Ja, noch ein weiter. Ah, ich glaube, mit dieser Stadtplanung hier komme ich nicht so ganz klar. Das
Wird wohl nichts mehr. Am blödesten einfach dem Ding so ein bisschen folgen. Irgendwo, genau, die nächste links und dann wieder rechts. So, und hier ist irgendwo ein Treffpunkt. Tja, aber das muss wo? Hey, Kumpel. Was machst du, wenn du einen Hund siehst? Streicheln oder wegtreten? Töten, weil er Tollwut hat. Recht hast du. Du bist neu hier, oder? Komm mit. Bringt mich zu eurem Boss. Der Treffpunkt der Schmuggler. Alle Hinweise gefunden, das ist schön. Ah ja. Die Tür gibt nicht nach. Ich würde Ihnen alle Knochen brechen, wenn Papa Brute nicht etwas dagegen hätte. Ist das Papa Brute? Wer sind Sie und was zum Drog wollen Sie? Und fassen Sie sich kurz, junger Mann. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich habe gehört, Sie können bei gewissen Angelegenheiten helfen. Sie bitten mich also um einen Gefallen, Mr. Reed. Um was geht es? Ich will jemanden aus der Stadt schmuggeln. Viele Leute wollen Oakmont verlassen, junger Mann. Aber nur wenige haben es je geschafft. Das wird nicht leicht. Und wie alles im Leben, was einem lieb ist, wird es auch nicht billig. Und was wird es mich kosten? Eigentlich würde ich keinen Finger für einen Neuankömmling krumm machen. Aber Sie haben mit diesem Affenliebhaber Throckmorton zu tun. Das ist interessant. Denn das sagt mir, dass Sie zu gebrauchen sind, junger Mann. Ich hätte da etwas, das erledigt werden muss. Aber es muss unter uns bleiben. Ich habe wohl keine andere Wahl. Also, was soll ich tun? Eins vorweg. Ich bin Brutus Carpenter. Das rechtmäßige Oberhaupt der Familie Carpenter. Des Weiteren, vor einer Woche hat jemand versucht, mich umzubringen. Sie wollen doch nicht, dass ich den Täter aufspüre und töte, oder? Nein, junger Mann. Das könnten auch meine Männer erledigen. Ich will ihn nicht tot sehen, sondern lediglich wissen, wer es war und warum. Ich weiß, das klingt ungewöhnlich. Aber nachdem ich fast gestorben wäre, wurde mir klar, dass Vergeltung nicht immer die Lösung sein muss. Ich will es mal anders versuchen. Gnade hätte ich von einem Gangsterboss nicht gerade erwartet. Wo ist der Haken? Es gibt keinen, junger Mann. Sie können von mir denken, was Sie wollen, aber wenn man den Tod vor Augen hatte, sieht man manche Dinge anders. Sie haben mein Interesse geweckt. Was genau ist passiert? Ich erwachte im Krematorium, eingerollt in einen Teppich. An meinem Zeh hing ein Zettel wie bei einer Leiche und ich war voll mit einem merkwürdigen, widerlichen Schleim. Es gelang mir, da rauszukommen. Doch was ich dann zu Hause sah, ließ mich denken,
Ich wäre nicht ganz richtig im Kopf. Was haben Sie denn gesehen? Mich selbst, junger Mann. Da war ein Kerl mit meinem Gesicht, der zur Tür hinausging, als wäre es das Normalste auf der Welt. Daher beschloss ich, erst einmal mit ein paar Männern hier unterzutauchen und die Sache zu verdauen. Was war das Letzte, an das Sie sich vor dem Krematorium erinnern können? Ich erinnere mich noch ganz genau an ein Abendessen eine Woche vor dem Vorfall. Alles danach weiß ich nur noch bruchstückhaft. Zum Beispiel, dass ich etwas in mein Tagebuch geschrieben habe. Was genau, weiß ich nicht mehr, aber es war wichtig. Vielleicht steht dort, wie alles angefangen hat. Und das Tagebuch befindet sich noch in Ihrem Haus? Ganz genau, junger Mann. In einem Tresor in meinem Zimmer. Sie dürfen ihn knacken, falls es nötig ist. Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Bestimmt haben Sie schon versucht, etwas gegen den Eindringling zu unternehmen, oder? Natürlich, junger Mann. Ich würde Sie nicht um Hilfe bitten, wenn die Sache ein Kinderspiel wäre. Meine Männer haben gesagt, dass sie mein anderes Ich getötet haben. Aber der Kerl ist immer noch in meinem Haus. Ich schätze, diese Idioten haben den Falschen erwischt. Haben Sie eine Idee, wer dahinter stecken könnte? Es muss jemand sein, der mir nahe steht. Deswegen kann ich niemanden trauen. Nicht einmal meinen Sohn Graham habe ich kontaktiert. Normalerweise hätte ich ihn mit der Sache betraut. Ich bin jetzt verwundbar und darf nichts riskieren. Deswegen wollte ich ausnahmsweise einen außenstehenden Graham vorziehen. Wo befindet sich das Krematorium der Stadt? Ach, natürlich. Woher sollen Sie das wissen? Sie sind ja neu hier. Hier haben Sie die Adresse. Alles klar. Wie ich sehe, können Sie ohne Hilfe stehen. Warum benutzen Sie einen Rollstuhl? Sind Sie immer so neugierig? Aber gut, ich verrate es Ihnen, wenn es Sie so brennend interessiert. Ich bin alt und an manchen Tagen fühle ich mich erschöpft. Dieser Rollstuhl hat mich noch nie im Stich gelassen, im Gegensatz zu den meisten Menschen. Sie erwähnten Ihren Sohn, Graham. Würden Sie mir mehr über ihn erzählen? Graham? Warum interessieren Sie sich für ihn? Er hat mit der Sache nichts zu tun. Sie scheinen sich ziemlich sicher zu sein. Natürlich. Graham ist eine ehrliche Haut. Und der Krieg hat ihn noch rechtschaffender gemacht. Was manchmal zu Konflikten geführt hat, das muss ich zugeben. Wir hatten die ein oder andere Meinungsverschiedenheit, vor allem was das Familiengeschäft betrifft. Aber er könnte keiner Fliege etwas zuleide tun, schon gar nicht mir. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Auf Wiedersehen. Nun gut. Noch was abstauben können. Sieht nicht so aus. Schade. Hier wurde mehr Wert auf Quantität als auf Qualität gelegt. Selbst ganz meine ruhig. Ausrüstung ist in einem besseren Zustand. Ein bisschen Erpressung, ein bisschen Diebstahl und ein oder zwei schöne Schlägereien. Wie in alten Zeiten. Geht's dann gleich noch tiefer? Moment. Mal was zum Einsammeln. So schön ist. Da ist noch was zum Einsammeln. Was denn? Das Blut ist noch nicht lange trocken. Hier ist was. Was ist hier? Wir sollten den Müll entsorgen. Papa Brute wird jeden Augenblick hier sein. Okay.
irgendwie weitergebracht? Sieht nicht so aus. Gefällt es Ihnen hier, Neuankömmling? Gewöhnen Sie sich dran. Aus Oakmont kommt jetzt nämlich niemand mehr weg. Wer auch immer hier so viel Blut verloren hat, hat bestimmt kein gutes Ende genommen. Nee, liegt im Keller. Hier ist sonst noch was? Anscheinend nicht. Gut. So, müssen wir da jetzt eigentlich hin? Drauf steht der Name Jack White. Okay. Da, ich glaube, das ist das Krematorium, oder? Und das ist... Und zwar an der Echo Wayne Road. Da ist Wayne Road. Philip Street. Dann ist es das hier, wa? Tja. Da wäre was, womit wir dann schneller hinkommen. Haben wir dann hier irgendwo... Da oben ist irgendwo eine Telefonzelle. Telefonieren wir mal wieder nach Hause. Da ist er. Sagen hier. So. Gucken. Falsche Richtung. Ah, genau da. Im Rücken war es. Ich will wieder hier außen rum. Scheint der Friedhof zu sein. Das scheint sogar noch zu funktionieren, ja. Scheint das dein Anliegen zu sein. Dann gehen wir doch lieber nicht über den Friedhof, da weiß man alles rauskommt. Bestimmt gleich mal, oder? Sah nicht mehr so aus. Ei. Ja nicht. Hallo. Das Krematorium. Ah ja. Jo, erstes Obergeschoss, Aufbahrungshalle. Erdgeschoss, Leichenhalle. Erstes Untergeschoss, Krematorium. Ach nee, Krematorium, ach so rum. Okay. Hier ist das Krematorium. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Krematoriumsliste. Letzte Woche, Dienst James Warren. Personalliste, 7 nicht identifizierte Leichen eingeäschert. J. Huss eingeäschert. S. Cole noch einzuäschern. B. Black noch einzuäschern. Jack White noch einzuäschern. Eilt. Diese Woche. Dienst Robert Taylor. James Warren hat sich letzte Woche krank gemeldet. Interessant. Personenliste. 16 nicht identifizierte Leichen. Eingeäschert. M. Jane. Achso, alle eingeäschert. Und dann hier M. Jane eingeäschert. Okay, das ist dem. Da
da noch Schönes? Der Krematoriumsschlüssel. Jetzt den Schlüssel. Was steht da? Mitteilung an der Tür. Ich habe abgesperrt und bin heute früher gegangen. Der Schlüssel liegt auf dem Tisch. PS, heute Morgen habe ich in der Nähe des Friedhofs Wildbeester gehört. Also Vorsicht. Ja, natürlich. Ach, hier ist auch schon wieder Schleim. Das ist super. Schleim. Können wir nicht benutzen. Gehen wir doch mal da durch. Na, war da was? Da ist was. Dem geronnenen Blut und der Delle nachzuurteilen, wurde das Schaufelende als Waffe benutzt. Wer auch immer das Schüreisen angefasst hat, muss voller Schleim gewesen sein. Was haben wir denn hier noch Schönes? Jemand hat versucht, den Fleck herauszuwaschen. Aber die Stelle ist immer noch schleimig. Ah, und stinkt. The Stinking City. Gut, aber hier ist auch sonst nichts. Doch hier. Igitt, das stinkt fürchterlich. Was ist das für ein Zeug? Hier irgendwas? Ah, was für ein Gestank. Oh, jetzt. Geht sogar hoch los. Mal gucken, was wir alles an. Was haben wir hier? Ach, ich muss hier raus, bevor er wieder zu sich kommt. Hier, noch einer für dich. Verbrenn ihn so schnell wie möglich. Es eilt. Das war der Carpenter. Angels, ist hier los? Wo bin ich? Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist. Moment mal, erstmal haben sie gebracht. Das heißt, es fängt oben an, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall die Eins. Hier, noch einer für dich. Verbrenn ihn so schnell wie möglich, es eilt. Aber das ist der letzte. Dann geht's hier in der Richtung. Hier, das ist er aufgewacht. Was bei ein Angels ist hier los? Hat ihn umgehauen und wollte dann raus. Wo bin ich? So. Ach, ich muss hier raus, bevor er wieder zu sich kommt. Rutus wurde von Leuten ins Krematorium gebracht, die eine Abmachung mit dem dortigen Arbeiter getroffen hatten. Rutus wachte auf, schlug den Arbeiter nieder und entkam. Gut, hier haben wir alles gefunden. Gehen wir hier doch mal raus. Ja, okay, wir haben noch Gedankenspiele. Gucken. Darum werden wir uns in den nächsten Folgen, glaube ich, kümmern. Was haben wir? Das war der Dienstplan, die Mitteilung an der Tür und der Vorfall im Krematorium, den wir gerade geguckt haben. Das heißt, das nächste wäre der Doppelgänger in Brutus Carpenters Haus. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao, ciao.